Ein Ruf aus der Tiefe, da ist es doch. Ja, da müssen wir nicht jetzt wieder zum vergessenen Plateau. Also zu dem Startgebiet aus Breath of the Wild. So, und praktischerweise, weil ich ein Fuchs bin, habe ich ein Teleport-Medaillon an der Zitadelle beigesetzt. Ja. Oder hinterlegt, wie auch immer. Ist ja gehüpft wie gesprungen, wie man so schön sagt. Und auch hier habe ich natürlich jetzt wieder keine Ahnung, was wir genau machen müssen. Ich weiß nur, als wir die Aufgabe angenommen haben, hat uns die Statue gesagt, dass wir irgendwas da reinwerfen müssen. So, lehn es nochmal eben kurz hier vor. Also von einer Statue geleitet, die du an den Toren des Schlosses auf dem vergessenen Plateau gefunden hattest, hast du dich zu den Ruinen des Tempels der Zeit zu begeben. Ja, du sollst die Augen, die sich bei den vier Abgründen befinden, in die Abgründe werfen und sie dann zum Ursprung einer Stimme tief unter der Ruine bringen. Wem gehört diese Stimme? Entschuldigung, ich muss kurz aufstoßen. Na, gucken wir einfach mal. Ob wir jetzt da gleich irgend... Das ist doch das, was wir letztens doch hier da vorne in dem Wasser gefunden haben. Ich mich fragte, was ist das? Was soll das sein? Was können wir damit machen? Ach, komm. Also da hinten weiß ich jedenfalls, wo das Auge ist. Hier müssen wir es jetzt erstmal suchen. Vielleicht... Machen wir mal das hier. Dann kommen wir da durch, ne? Aber, ohne Witz, ne? Ich hätte jetzt die Uhr danach gestellt, dass das wirklich da drin ist. So. Einfach fallen lassen, oder was? Okay. Scheint zu funktionieren. So, vielleicht sind wir ja jetzt wieder schlau, reisen dahin und dann können wir auch ganz entspannt mit dem Paraglider darüber fliegen. So, jetzt müssen wir mal schauen, denn das eine Auge habe ich irgendwo hier gefunden zuletzt. Ja, ich glaube, hier war es nicht, dann muss es hier vorne irgendwo sein. Da ist es nämlich. Ich nehme doch sonst mal an, also wenn wir es runterwerfen, liegen die ja auch unten. Hoffentlich. Ja. Dann würde ich sagen, dann schmeißen wir jetzt erstmal alle Augen runter. Und dann, wenn wir die unten haben, dann schauen wir uns mal die Thematik da unten auch genauer an. Vielleicht würde es Sinn machen, vielleicht hier hinzureisen, oder? Von dem Turm aus darüber. Im Wasser? Nein. Nee, pass auf. Ist hier. Ist in dem Eisblock. War Schmitz ja gerade wegen unserem Schwert? Ja. Er hätte es gedacht, ne? Aber jetzt nochmal. Schmilzt das Teil wegen unserem Schwert? Ach, hör auf. Wir frieren tatsächlich sogar nicht, wenn wir das Schwert bei uns tragen. Was natürlich Sinn ergibt, ne? Es ergibt ja auch alles Sinn. Ne? So ist es ja nicht. Dass man einfach an sowas denkt, ne? Ach, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn, ist das. Wirklich.
Es ist einfach der Wahnsinn. Jetzt bin ich irgendwie da drin. Ach, da ist es. Ach, komm. Es lag einfach da drunter. Ich habe es eben nicht gesehen. Herzlich willkommen in meiner Welt. So, jetzt haben wir alle vier unten. Okay, jetzt müssen wir kurz schauen, was haben wir jetzt da. Du hast alle vier Augen in den Abgründe geworfen. Nun musst du sie nur noch zum Ursprung der Stimme im Untergrund bringen. Nichts einfacher als das, würde ich mal sagen, oder? Nichts einfacher als das. Vor allem, ich wollte sagen, wenn es nicht so dunkel ist, aber ist ja gar nicht so dunkel. So, da liegt das Auge. Oh. Hier ist dahin. Muss ich jetzt zu der großen Statue hier, oder was? So, erstmal die hier mitnehmen. Ja, nein, das Schwert. Müssen wir nochmal schauen. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen noch da hin, oder? Meinst du jetzt all die Gerätschaften hier oder was? Oder meinst du jetzt hier die Junobo und Konsorten? Ich fliege hier in die falsche Richtung, ne? Ey, was ist eigentlich los mit mir? Ehrlich. Ja, Junobo. Ja, okay. Ja. Ja, helfen, ja. Muss halt dazu sagen, häufig beachte ich die auch gar nicht so in der Form. Wie man sie vielleicht beachten sollte oder könnte. Ich glaube, da sind wir jetzt richtig. Aber ja, so im Kampf. Ne, also ich weiß, Tulin, der schaffte schon mal irgendwie mal einen Volltreffer zu landen mit seinem Bogen. Auch Junobo schafft es mal mit seinem Zweihänder, wen zu treffen. Ja? Also, aber manchmal stellen die sich halt echt ein bisschen blöd an. Aber vielleicht passen die sich auch einfach nur meiner Spielweise an. Ich weiß nicht, kann ja auch sein. Ne? Will ich nicht ausschließen. So. Jetzt sind wir da. Guck mal da. Jetzt habe ich natürlich keinen blassen Schimmer. Wo muss das Auge hin? Wahrscheinlich hoch, ne? Zuerst juhu, wir ziehen mit dir in die Schlacht und dann watschen die nur rum, ja? Das beschreibt es ganz gut, das stimmt, ja. Das beschreibt es ganz gut. Ah, Moment mal, die müssen da rein. Ah. So. Zack, Nummer 1. Du hast mir ein Auge zurückgebracht. Ich führte dich zu den Abgründen auf dem Plateau. Bringe alle übrigen Augen zu mir, die du dort findest. Mit Wonne. Jetzt müssen wir mal schauen. Das heißt, da ist einer, da ist eine Wurzel. Gehen wir mal dahin. Ist ja auch nicht so, als wenn das schon hier auf der Karte entsprechend markiert ist, das Ganze, ne?
Es ist auf jeden Fall wieder an der Zeit. So, jetzt will ich mal schauen. Da liegt es doch tatsächlich. Ja. Da vorne ist ja die Stelle, wo wir diese Autobau bekommen haben. Ich frage mich jetzt nur, gibt es da irgendwo nochmal so einen direkten Weg nach unten? Lass uns einfach mal fallen, das Teil, und dann... Vielleicht kommen wir ja... Ach so, ja gut, dann machen wir es halt so. Ne? Hat aber auch lang gebraucht, du. Ich bin in deinem Haus drin, Mirkan. Ich bin jetzt ein klein wenig verwirrt, muss ich ja gestehen. Ne? Zwiebel der Deutschen Bahn. Irgendein Gleis ist das Richtige. Nur welches hier, genau. So. Aber es ist ja vollkommener Quatsch, was ich gerade erzählt habe, ne? Also mit Schienen und was auch immer. Haben wir ja gar nicht gebraucht. So. Also, zwei Augen fehlen noch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Jetzt müssen wir eben mal auf die Karte schauen. Denn wir waren jetzt eben hier. Nee, Quatsch. Hier waren wir. Den haben wir und den. Achso, hier wird ja auch angezeigt, ne? Ja klar, natürlich. Einfach nur die Augen aufmachen, ne? Das, So, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal... Halten wir zumindest mal das jetzt hier an, ne? Lass mich raten, kurze Sporthose an. Mirkan, was ist los? Was sind das für Fragen? Oh, du hast ja schon geschrieben, dass du Langeweile hast, ne? Dunkel, modrig, lauter Miasma, sehr abgründig hier. So, jetzt, Leute, jetzt. Sag mal, hat das einer von euch mal... Ich muss gerade mal kurz schauen, ne? Das Blöde ist natürlich jetzt, wir müssen das Auge hier irgendwie transportieren. Aber hat mal einer von euch mal so einen Waggon mal aufs Schild geschmissen? Also ich würde es ja demonstrieren, ne? Aber ich muss das Auge irgendwie transportieren. Also wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, ne? Auf jeden Fall. Ein Wagen auf euer Schild. Ja. Und... Für alle die, die früher Tony Hawk Pro Skater gespielt haben auf PlayStation 2, weiß nicht was alles. Ja. Die würden da wohl eine gewisse Verbindung vielleicht erkennen. So, jetzt brauche ich aber erstmal noch irgendetwas, das uns nach vorne bringt, natürlich. So. Wir hoffen, dass ihr alle angeschnallt seid. Jo, Mirkan, mach's gut, ne? Oh, oh. Oh. Ah, alles gut. Alles gut. Ist überhaupt kein Problem. Die Deutsche Bahn hat alles unter Kontrolle. So, da hätten wir jetzt gleich auch schon Nummer 3. Achso, ist falsch rum, ne? Ja, guten Tag. Du hast mir drei Augen zurückgebracht.
Ich führte dich zu den Abgründen auf dem Plateau. Bringe alle übrigen Augen zu mir, die du dort findest. Nicht, dass in BOTB gewusst hätte, was hier darunter ist beim Tutorialgebiet. Ist echt so, ne? Das hätten wir mal ein bisschen wissen müssen, das Ganze. So, da wären wir. Und da auch, ne? Wie eben schon. Dürfen wir glücklicherweise auf das Schienensystem zurückgreifen. Jetzt muss ich natürlich nur schauen, wie ich das Auge da hochbekomme. Achso, da vorne, ja klar. Erstmal die Irrlichter einsammeln. So, zack. Aber es ist wohl etwas besser, wenn wir es so machen, ne? Dann können wir uns zumindest auch ein bisschen schneller fortbewegen. So, hier haben wir auch schon alles dran. Wenn da jetzt noch eine extra Batterie dran ist, ne? Dann wird das sicherlich eine etwas längere Fahrt. Kurz schauen, ob da irgendwas Brauchbares da drin steht. Raketen halt, ne? Die könnten wir jetzt noch damit anbringen. Aber ich glaube, dann heben wir wahrscheinlich eher ab. Das möchte ich zumindest jetzt gerade eben noch vermeiden irgendwie. Ah, wir fahren weiter, ne? In der Hoffnung, dass wir auch entsprechend gleich da vorne wieder ankommen. Achso, wir müssen nochmal umsteigen. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen nochmal umsteigen. Außerplanmäßig, wohlgemerkt. Keine echte Bahnfahrt ohne mindestens zweimal umsteigen, ja. Ist auch wirklich so, ne? Oder? Das trifft es ganz gut. So, komm. Boah, mir kribbelt es ja schon so ein bisschen in den Fingern, ne? Ich will da eigentlich jetzt gerne noch Raketen mit anbringen, aber... Wir lassen es mal. Bei zwei Umstiegen drei Anschlusszüge verpassen, ja. Deutsche Bahn in a nutshell, wie man so schön sagt. Ach ja. Letzte Woche sind wir mit dem Flixbus gefahren. Und, weiß nicht, das war auch jetzt nicht so die allerbeste Erfahrung irgendwie. Also, sitzt zwar im Bus und kommst auch von A nach B, aber ich weiß nicht. Das Ganze drumherum, das ist mir auch nicht so ganz. Weiß nicht, da ist mir die Bahn dann tatsächlich dann doch in gewissen Punkten irgendwie besser oder lieber, sagen wir es mal so. Ob Flixbus jetzt besser ist, ja, deswegen, also. Nur hat das halt letztens nochmal mir nochmal aufgezeigt, warum ich tatsächlich dann nicht häufiger mit Flixbus fahre. Das hat mir echt gereicht. Vor allem, wenn du dann so 7 Stunden in dem Bus drinnen sitzt. Komplett voll. Hinter dir die Leute, vor dir die Leute, ziehen sich Schuhe aus. Es war ein Heidenspaß.
Und nächste Woche fällt mir gerade ein, jetzt also am Wochenende bin ich mit Flixtrain sogar dann auch unterwegs. Aber das hatten wir letztes Jahr auch schon mal gehabt, das geht eigentlich, also... Naja. So. Was will uns jetzt die gute Statue jetzt da mitteilen? Hab reichlich Dank dafür, dass du meine Augen zurückgebracht... Was? Dass du meine Augen zurückgebracht hat? Bin ich jetzt blöd, oder? Hab reichlich Dank dafür, dass du meine Augen zurückgebracht hast. Denn ihnen wohnt mein Geist inne. Naja, gut. Ist ja auch egal. Ja. Hör mich an. Denn nun kann ich zu dir sprechen. Genau, weil... Bekannterweise man ja auch nur mit Augen sprechen kann. Wer kennt's nicht? Ne? Vor Urzeiten wurden meine Augen gestohlen und versiegelt. So wartete ich auf jenen, der meine Stimme zu hören vermochte und meinen Ansinnen nachkommen würde. Lass mich dir nun deine Belohnung angedeihen, wie ich es versprach, zum Dank für deine Mühen. Was? Ach so. Was will ich denn jetzt? Da kommt im Herz. Dann lass mich dir die Stärkung deiner Wahl zukommen. Das Ganze habe ich jetzt für ein Herz gemacht. Aha. Ja, gut. Gibt Schlimmeres. Ich wollte gerade sagen, da muss aber noch ein Herz kommen, oder? Der will mich über den Tisch ziehen. Dein Wunsch wurde erfüllt. Das war's jetzt. Ah, guck mal einen an. Ja, schön. Haben wir das auch erledigt. Ist ja ein Träumchen.